Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute ist Samstag, das heißt, heute ist Hörspieltag. Ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Calls, die die ganze Woche gelaufen sind, als Hörspiel ohne meine Kommentare dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Hörspiel. Hallo? 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 Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, hier spricht Elisabeth Lange von Dax Iron. Ich spreche mit Hartmut Schimmeldöner. Ja, Schimmeldöner. Mit wem spreche ich da? Das habe ich nicht verstanden, akustisch. Elisabeth Lange von Dax Iron. Sie hat sich gerade bei uns registriert für den Handel mit Kryptowährungen, ja? Nee. Haben Sie nicht? Jetzt gerade nicht, nee. Also circa vor 5 Minuten. Nee, auch nicht. Da habt ihr wahrscheinlich gerade den Datensatz aufgekauft. Nee, das kann nicht sein. Mein Computer ist aus. Wie bitte? Ich sage, mein Computer ist aus. Gut, es geht ja auch vom Smartphone oder von einem anderen technischen jo, Gerät. Hab ich ja auch nicht benutzt. Wir können ja nicht einfach die Daten irgendwo rausnehmen. Die Kunden registrieren sich ja bei uns auf der Webseite und deswegen rufen wir sie an. Na, hab ich aber gerade gesagt, dass ich das nicht gemacht habe. Gut, vielleicht war das irgendjemand, sag ich mal, von Ihrem Bekanntenkreis, wo sich vielleicht einen Spaß erlaubt hat, wenn Sie das nicht waren. Boah, das würde ja nicht gehen, wenn Sie das mit einem Double Opt-in lösen würden, bevor Sie die Leute anrufen, so wie das in Deutschland Vorschrift ist. Wir sitzen erstens mal in Deutschland und zweitens mal, wenn Sie sich registrieren, akzeptieren Sie die AGBs. Ja, hab ich schon nicht gemacht und über eine AGB durft das nicht, da braucht man Double Opt-in. Wenn Sie das so genau wissen, okay, gut. Ja. Dafür haben wir die Lizenz, wir sind erlaubt, das zu machen. Und, nee, eben noch nicht. Doch, sind wir schon. Wenn nee, ich habe auch oft gesagt, dass ihr das nicht erlaubt habt. Sie haben mit Ihrer Zustimmung erlaubt... Ja, ich habe ja nicht zugestimmt, Mädel. Habe ich dir doch nur gerade dreimal oder so erklärt. Haben Sie schon gemacht, sonst hätte ich Sie ja nicht anrufen Mädel, können. Mädel, ich platze gleich. Ich hab's nett gemacht. Ja, dann können Sie das ruhig machen. Ja, Sie sind eine Betrügerin und eine Abzockerin. Mehr sind Sie nicht. Genau, deswegen registrieren Sie sich ja auch. Ja, ich hab mich auch nicht registriert. Ich glaube, bei dir hat es einen Hagelschaden in mir hören irgendwie. Hey Mensch, ich glaube, Corona hat ihn irgendwie ein bisschen zu Kopf gestiegen, oder? Ja, besser als dass ich so ein Ding da zwischen den Beinen habe, das die ganze Zeit vibriert bei deiner komischen, quietschigen Stimme. Ich habe eine sehr schöne Stimme. Also, bevor Sie die Leute in Zukunft weiter verarschen und aufnehmen und auf YouTube stellen, bitte ich Sie doch, irgendwie sich ein neues Hobby zu suchen, wie normale, anständige Menschen. Ansonsten. Ne, das ist doch kein Hobby, das ist ja ein Beruf. Da kriegt man ja Geld für von YouTube. Ja, anscheinend nicht so viel. Naja, doch, ich kann ja YouTube von leben, ne? Aber immerhin habe ich nicht so nötig wie du, Dylan. Hallo, schönen guten Tag, Herr Martin. Mein Name ist Isla Kyler. Und ich bin ein Anspruchspartnerin bei der Firma Index Revolver und aufgrund meiner professionellen Anmeldung, die Sie gemacht haben beim Bitcoin. Darf ich Ihnen fragen, sind Sie noch interessiert über das Thema? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Herr Martin steht hier im System. Nee, Herr Martin ist ja mein Vorname. Ja, Schleuderpimmel? Ja, Schleuderpimmel ist mein Nachname, ja. Und so möchte ich bitte schön noch angesprochen werden. Also, in unserem System steht eine Anmeldung mit diesem Namen und Nachname. Ja, genau. Das bedeutet, dass Sie eine Anmeldung gemacht haben? Ja, bedeutet das erstmal nicht, aber ja. Und ich möchte Ihnen fragen, sind Sie noch interessiert über das Thema? Na klar. Hallo? Ja? Ich bin noch wieder, die ist der Keiler, aber die Leitung war weg. Ja, warum und haben Sie dann aufgelegt? Nee, ich hörte ihn auch so etwa abgehackt. Deswegen habe ich ihn noch wieder angerufen, eigentlich. Aha. Entschuldigung, weiß ich ja nicht, ein technisches Problem, aber wo sind Sie momentan? Im Gästezimmer. Wie? Ich bin im Gästezimmer. Ah, okay, in Ordnung, weil ich meinte, vielleicht waren Sie unterwegs. Nee. Weil ich kann ihn nicht so ganz gut hören. Vielleicht ist nur das Fernsehen an. Nö, nee, bei mir ist kein Fernsehen an, bei euch ist Musik an. Ah, okay, in Ordnung. Also, wie erwähnt, es geht ja um Online-Diskussionen der Börse, wo Sie noch das Interesse gezeigt haben. Vielleicht hätten Sie noch vorher Erfahrung oder noch nicht? Nö.
Überhaupt nicht. Wie haben Sie die Anmeldung gemacht? Mit den Fingern. Auf der Tastatur. Normal, mit dem Finger. Ja, auf der Tastatur, ja. Ja, klar. Meinte ich, mit Handy oder Computer? Ja, mit den Händen. Mit dem Handy oder Computer? Sie meinen Telekommunikationsendgerät oder persönlicher Computer. Computer. Okay. Ja. Ist noch der Computer dort? Können Sie das Computer anschalten? Kann ich anmachen, ja. Okay. Und dann? Damit ich Ihnen alles zeigen kann, wie es funktioniert und Sie das Konto aktivieren können. Ach so, ja. Dann mache ich den jetzt mal an, den Computer, ja? Okay. Und sonst so? Wie bitte? Ja, und sonst so? Was macht ihr da so? So, was mache ich denn so? Ja, was ist denn das da für ein Laden? Wie? Ja, was das da für ein Laden ist. Es gibt keinen Laden hier. Na, ihr ruft doch da an aus unserem Laden. Nein. Nee? Von zu Hause denn, oder wie? Hallo? Ja? Wie ist hier unser Roberto? Wer ist da? Guten Tag. Ja? Ja, ich bin Tante Old. Ich rufe Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie sind da auf unserer Währung registriert, deswegen rufen. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich bin Ihr persönlicher Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles zu erklären und danach Ihnen helfen. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Bitte? Wen möchten Sie sprechen? Hallo, wunderschönen guten Tag. Sprich mit Herrn Steiner. Mhm. Wunderbar, da ist immer Berg aus der Axt, Iron. Ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Toll. Haben Sie jetzt Zeit? Mhm. Okay, sagen Sie mir bitte, Sie haben registriert zur Kryptowährung handeln. Wollen Sie das benutzen? Was für ein Ding? Sie haben eine Registration bei uns gemacht. Ja. Ein Handelsaccount. Wollen Sie das benutzen? Ja, wer ist denn bei uns? Bei DAX Iron. DAX Iron, aha. Ja. Na dann. Wollen Sie diese Handelsaccount benutzen? Ja, weiß ich ja noch nicht. Kommt ja drauf an, ob ihr seriös seid. Warum haben Sie registriert? Habe ich doch gerade gesagt. Okay, Sie wollen das benutzen, ich habe gefragt. Sie haben gesagt, dass Sie wissen das nicht. Ja? Ich frage, warum haben Sie dann Registration gemacht, wenn Sie wissen nicht, ob Sie wollen das überhaupt benutzen? Ja, oder ja, weil ich erstmal gucken wollte, ob ihr seriös seid. Okay, gut, dann ich werde mich ein bisschen später nochmal melden. Gucken Sie sich das nochmal an. Hä? Dankeschön, schönen Tag noch. Ihr seid Betrüger. Hallo. Hallo, Alex Steiner, mein Name ist Firma Sensrate. Es geht um Ihre Anmeldung auf unsere Online-Handelsplattform. Aha. Also? Ja, was denn? Ich habe sich angemeldet zum Handeln im Internet, so Geld damit verdienen. Ja, sprechen Sie auch weiter, oder? Ja, ich warte auf Ihre Reaktion. Was sagen Sie dazu? So. Aha. Sie haben Interesse zum Handeln im Internet. Ich muss Ihnen einfach Konto helfen zu aktivieren. Was wollen Sie? Ich muss helfen, Ihre Konto zu aktivieren, weil ich habe sich angemeldet zum Handeln im Internet. Aha, und da müssen Sie helfen? Ja, mit Kontoaktivation. Aha, ist ja eine interessante Interpretation. Das auf unserer Plattform heißt Senftrade. Was? Senftrade? Ja. Mhm. Gibt's auch Maastricht Trade? Nee. Nee? Okay. Ja, und nu? So, ja. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Hier ist der Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform Senftrade. Es gibt Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Wissen Sie das bestimmt, ja? Ja. Okay, Sie sind bitte bei uns als Kunde registriert vor einiger Zeit und besitzen Sie ein Handelskonto. Es gibt Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Aha. Haben Sie bitte schon mal gehandelt? Was?
Entschuldigung, akustisch kann ich wenig hören. Nee. Können Sie bitte ein bisschen jetzt? Lauter? Ja, okay. Hören Sie mich? Sie sind Herr Michele? Ja, das ist mein Vorname. Ah, okay. Ja, und wie ist mein Nachname? Sie besitzt Michele Aufgang. Ja. Jemand hat so... Genau. Also, es geht bitte Handel mit Bitcoin. Sie besitzen schon ein Handelskonto auf unserer Plattform. Sie können mit Bitcoin handeln, mit verschiedenen Aktien, ja? Ich werde Ihr Handelskonto und unsere Plattform zeigen. Danach weiter erklären, ja? Huh. Womit konnten Sie bitte jetzt einloggen? Mit Handy oder mit Computer? Computer. Okay, super. Haben Sie Computer dabei, ja? Einen Computer hat man nicht dabei, wenn, dann kann man einen Laptop oder ein Telekommunikationsendgerät dabei haben, aber ein Computer wäre zu schwer, um den immer dabei zu haben. Okay, haben Sie einen Laptop dabei oder... Wohin iPad, denn? Oder Sie können mit Handy das machen. Ja, wohin soll ich den dabei haben? Also, Sie brauchen entweder Computer haben oder Laptop oder Handy. Damit können Sie auf unsere Plattform einloggen. Aha. Toll. Welche haben Sie? Ja, ich habe zu Hause im Büro einen Computer stehen, ja. Aber jetzt momentan, meine ich. Ja, da steht ja momentan. Okay. Super. Ja, Herr Michael, Nee. Ich überprüfe Herr Aufgang. Aufgang, okay. Ich überprüfe kurz Ihre E-Mail-Adresse. Das ist mvmata.ida.cesar.auf@gmail.com. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Wozu brauchen Sie die? Ich werde per E-Mail alle Informationen schicken, einen Link schicken von unserer Plattform. Aha. Brauchst du den? Okay, dann eine Frage, bitte. Möchten Sie bei uns mit Bitcoin handeln, mit Aktien oder mit verschiedenen Kryptowährungen? Weiß ich noch nicht. Okay, dann ich werde erstmal alle Informationen geben, ja? Natürlich am Ende entscheiden Sie selbst. Hm. Machen wir so? Ja, ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Hä? Sie haben doch da gerade meine E-Mail-Adresse vorgelesen, oder nicht? Okay, das ist Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja, und wozu brauchen wir die? Okay. Okay, überprüfen wir noch einmal und sagen Sie mir bitte nochmals, wie lautet? So, wie es da steht. Okay, einfach sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Nö, da habe ich jetzt keine Lust nachzugucken, die habe ich nicht im Kopf. Oh, okay. Alles klar, machen Sie jetzt Spaß, oder? Hä? Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Also... Ich wusste gar nichts von Ihnen. Das ist Online-Handelsplattform. Ja, aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie von mir nichts wollen? Sie sind bei uns als Kunde angemeldet vor einiger Zeit und besitzen Sie ein Handelskonto, ja? Ich möchte alle Informationen geben. Sehr interessant. Verstehen Sie jetzt, oder? Ja, nicht so richtig. Okay, dann hier Aufgang. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Haben Sie irgendwie ein Kommunikationsproblem oder so? Das hatten wir doch jetzt schon. Also, haben Sie daran Interesse, bitte ja oder nein? Na, an was denn? Nein. Okay, auf Wiederhören, ciao. Sind Sie irgendwie ein bisschen zurückgeblieben oder so? Hallo, guten Tag, ich spreche mit dem Herrn Robert Lausemel. Ja. Hallo, ich rufe Sie an von Bitcoin System Deutschland. Herzlich willkommen, ist das richtig? Ja, Ihr Mikrofon ist irgendwie scheiße, ich kann Sie nicht verstehen. Sind Sie jetzt besser? Nö. Okay, einen Moment bitte. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Okay, super. Sie haben hier beim Bitcoin-System Deutschland, ist das richtig? Was? Sie hat sich bei uns registriert im Bitcoin-System Deutschland am 11.01. Keine Ahnung.
Haben Sie sich registriert? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben Sie ein Interesse oder nicht? An was denn? An Bitcoin-Investment. Ja, vielleicht. Okay, ich rufe Sie an von der Kontoregistrierung sowie zur Einzahlung. Ich müsste aber verstehen, ob Sie bei uns einsteigen möchten. Ja, dazu muss ich ja erstmal wissen, was ihr da so macht. Genau, also bei uns, wir sind eine automatische Handelsbörse. Das heißt, Kunden investieren bei uns ihr Geld, damit wir das Geld dann anlegen für die am deutschen Markt. Aha. Und wie geht das? Weil in Deutschland kann man ja gar nicht mit Kryptowährung handeln. Doch, also bei uns ist es so, dass wir die Kryptowährungen von sprich China oder von anderen Orten einfach bei uns kaufen und dann das traden. Das ist so wie, vielleicht kennen Sie auch eToro oder BitIQ, ja, aber das, da gibt es verschiedene, die das dann machen. Das Traden mit Kryptowährungen ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Das ist illegal. Doch, natürlich ist es nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Das ist erlaubt. Mhm. Ja gut, dann seid ihr Betrüger, wenn das bei euch erlaubt ist. Guten Tag. Hm? Sprich ich mit Herrn Alfred, ja? Das ist mein Vorname. Ja, Sie haben sich angemeldet für Onlinehandel, ja? Ja, und wen möchten Sie genau sprechen? Bitte? Ja, wen Sie genau sprechen möchten? Ich möchte mit Alfred Arad sprechen. Ja, zum Apparat. Sehr schön. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren und Ihre Handel beginnen? Was denn für ein Konto? Und was für ein Handel? Das ist über Bitcoin. Mhm. Sie haben für Bitcoin eine Registrierung gemacht. Ach, habe ich das, ja. Wann denn? Bitte? Wann denn? Das kann ich nicht so sicher sagen, wegen Ihrer Registrierung. Aha. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren oder nein? Ja, bei Betrügern nicht. Okay, dann ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, tschüss, Betrüger. Guten Abend, ich grüße Sie. Lara Foster am Apparat. Ich melde mich von Investing Academy, von der globalen Börse. Aha. Aha. Ich habe gerade Ihre Daten bekommen und habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Aha, wie haben Sie das gesehen? Wie bitte? Ja, wie haben Sie das gesehen? Woran machen Sie denn das fest? Hallo, hören Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt höre ich was, ja. Super, vergleichen. Mhm. Hallo, der Apparat von der Bitcoin Prime. Aha. Mhm. Also Herr Voldemort, es geht um die Registrierung. Sie haben sich vor 6 Tagen sich registriert. Aha. Ja. Da haben Sie Interesse an der Finanzmarke. Ist das noch aktuell? Nö. Ist das noch aktuell hier? Nö. Ah, das ist nicht mehr aktuell. Haben ja schon 1000 andere angerufen in der Zwischenzeit. Ja, und machen Sie gerade auch ein Video? Was für ein Video? Wie ist denn das hier? Nö, ich weiß nicht, was Sie meinen. Wissen Sie schon was für ein Video? Was auf wollen YouTube Sie denn jetzt von mir? Auf deinem YouTube-Kanal, Mann. Haben Sie irgendwie Langeweile? Ja. Ja, ich merke das schon. Ich will gut auf mir auf der Erde. Aha. Ja. Schön. Ja, für dich auch, ne? Ey, grüß an deinem YouTube-Kanal, ne? Mhm. Tschüss. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Mein Name ist Sebastian Blan, ich bin leitender Berater und ich möchte Sie über Kryptowährungen informieren. Und Herr Gustav, ich habe eine Frage dazu, jo? Hören Sie mich? Hm. Bitte, sagen Sie mir, wissen Sie etwas über Kryptos oder haben Sie eine Erfahrung? Hm. Also, welche Erfahrung haben Sie bitte? Schlechte oder gute? Sowohl als auch. Bitte? Sowohl als auch. Ach so. Können Sie mir bitte sagen, auf welche Plattform haben Sie es gemacht? Auf Binance. Auf Binance. Und machen Sie jetzt auf oder das war fertig? Nö.
Was ne? Na ne. Einfach ne? Ja. Fertig? Fertig in ein paar Jahren, ja? Ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich möchte Sie nur Informationen geben, ja? Worum geht es, was wir bitten unsere Kunden und die Möglichkeiten haben Sie, ja? Ja, was denn für Informationen? Ja, das ist Information, das, was wir bitten unsere Kunden und worum geht es insgesamt? Mhm. Okay. Herr Gustav, das ist zum Beispiel, wir sind Analyse-Team und wir analysieren Kryptomärkte und bekommen Signale. Und diese Signale brauchen Sie für eine erfolgreiche Investition, ja? Aus Analysien? Analyse-Team. Aus also Analysien? Analyse-Team. Was ist das? Wahrscheinlich Expert. Aha. Wir analysieren Kryptomarkt und bekommen Signale, ja? Verstehen Sie? Nicht so wirklich. Und diese Signale brauchen Sie, wie ich habe schon gesagt, für erfolgreiche Investitionen, ja? Mhm. Und wir arbeiten nur mit der kleinen Münze und diese Münze ist heute kostet billiger, aber hat in der Zukunft Preispotenzial, ja? Welche denn? Und wie bitte? Was für eine Münze? Ich höre sie so schlecht, ja. Ja, was für eine Münze? Kleine Münze, ja. Wir hätten im November Projekt mit Bitcoin. Im Dezember haben wir noch kleine Coine. Und jetzt, wir haben neue Projekte, ja. Sie jetzt mal kaufen Sie Bitcoin und tauschen die richtigste Münze. Und Sie bekommen monatlich bis 50% Gewinne. Und wie wollen Sie das garantieren? Ja, natürlich. Wenn Sie so machen, was von unserer Seite bekommen, die Informationen, Sie bekommen natürlich Gewinne, ja, ohne Verlust. Ja, und wie wollen Sie das garantieren? Wie? Ich habe schon gesagt, ich gebe in unserem Leben ist 100% nicht garantiert, ja. Sollten sterben ich oder Sie morgen, ja? Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass das sicher ist. Ja, natürlich. Ja, aber wie wollen Sie das garantieren? Zahlen Sie das dann selbst bei Verlust oder was? Sie sollten so machen, was Sie von unserer Seite bekommen, ja, Informationen zum Beispiel. Wenn von unserer Seite sagen, dass Herr Gustav, Sie sollten morgen diese Münze verkaufen, weil übermorgen diese Preise gesunken. Sie sollten es verkaufen, ja, natürlich. Das heißt, das expertische Unterstützung. Ja, aber kann man ja trotzdem nicht garantieren. Natürlich ist es garantiert. Und auf der Börse kann man überhaupt nichts garantieren, das ist ja Quatsch. Nein, das ist garantiert, ja, Sie haben kein Verlust damit, ja. Ja, genau. Expertische Unterstützung heißt das, ja. Ja, hinter Ihnen steht der Weihnachtsmann, das ist genauso sinnvoll. Ja, natürlich. Und ich habe eine Frage noch, ja. Darf ich? Ja, mach doch. Ja. Sie haben bei uns angemeldet, ja? Weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Bei mir ist Ihre Daten bekommen, ja, dass Sie sich mal für diesen Bereich Interesse haben, ja. Aber das ist ja ein Unterschied zwischen angemeldet und Interesse. Nein, wenn Sie Interesse haben, deswegen haben Sie angemeldet, ja. Wie heißt die Seite? Die Seite heißt bitcoinscitiesprofit.com. Aha. Da sagt man nichts. Haben Sie schon? Was denn? Stimmt oder nicht, bitte? Ja, weiß ich nicht. Aber was nicht so. Nicht? Klingt nach Betrug. Betrug? Was heißt Betrug? Ja, klingt nach Betrug. Was heißt Betrug? Ja, illegal, Abzocke. Bandenmäßiger Betrug. Ich weiß es nicht, weil ich habe so viele Kunden wie Sie, ja. Ja. Sobald was vom Skript abweicht. Wie bitte? Ja, ich sag schon, sobald was vom Skript abweicht, dann hat man euch gleich ausgehebelt, ne? Oh, okay. Sie sind unseriös, Mensch, und ich verschwinde meine Zeit, ja. Ja, genau. Hm? Genau, richtig. Ich wünsche schon Tag. Trotzdem ja, nicht so viel Erfolg mit Ihren Beinen, ja. Habe ich. Okay. Ich wünsche schon Tag. Ciao.
Ja, hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Mein Name ist Emma. Emma Brand, ich melde mich von Investing Academy Globale Börse. So, ich habe nur eine Frage für Sie. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Haben Sie irgendwas im Mund? Weil Sie nuscheln so. Entschuldigung? Ja, haben Sie was im Mund? Sie nuscheln so. Okay, wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ja. Okay, so haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Ja, jeden Tag. Ich bestelle mal bei Amazon. Okay, aber was für eine Erfahrung haben Sie gehabt? Eine gute Erfahrung, eine schlechte Erfahrung? Ja, kommt doch mal drauf an, ob die Ware zerknittert oder in Ordnung ankommt. Je nachdem, wie der Paketbote damit umgeht, ne? Entschuldigung, haben Sie eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung? Diese Frage habe ich Ihnen doch gerade eben beantwortet. Oder haben Sie mir nicht richtig zugehört? Sie müssen schon mal richtig zuhören, wenn Sie mit mir telefonieren möchten. Ich finde das irgendwie ziemlich unseriös, wenn Sie die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen, obwohl ich Ihnen diese Frage schon bereits beantwortet habe. Das ist doch sehr komisch, was Sie da am Telefon machen. Wie bitte? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt schon gesagt. Warum klatschen die Leute da eigentlich im Hintergrund? Das finde ich auch ziemlich unseriös, dass da Leute im Hintergrund klatschen. Und genauso auch das mit der Musik da im Hintergrund. Und außerdem ist es auch unseriös, wenn Sie mir dazwischen fallen. Weil ich habe noch nicht ausgesprochen. Jetzt bin ich fertig und Sie dürfen jetzt. Hallo, guten Abend, ich grüße Sie. Lara Foster am Apparat, ich melde mich von Investing Academy, von der Globalis Börse. Aha. Ich habe gerade Ihre Daten bekommen und habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Habe ich das? Aha. Hm? Aha. Okay, tschüss. Was denn? Grüße Sie, Nico Klausen ist mein Name. Spreche ich mit Abend. Mit was? Spreche ich mit Adelheid. Ja. Es freut mich, Sie im Apparat zu haben. Ich melde mich aus der Firma Space FXM. Der Grund ist das. Wir haben mitbekommen, dass Sie mal Interesse gezeigt haben, online zu handeln. Besser gesagt, online Geld zu verdienen. Ist das korrekt, Herr? Lesen Sie das ab? Lieber Mann, Space FXM, Sie haben ein Konto eröffnet und heute ich will nur zu aktivieren. Kostet ganz weniger. Ach, Sie lesen das auf jeden Fall ab, weil Sie können ja nicht mal antworten. Ja, bitte? Ja, genau. Was bitte? Was brauchen Sie? Ja, intelligente Menschen am Telefon, aber das gibt's halt irgendwie nicht. Netter Mann. Ja, weiß ich. Ich hab gesagt, Sie haben ein Konto eröffnet bei unserer Firma Space FXM. Und heute ich will nur zu aktivieren. Sie deponieren 250 Euro, wir unterstützen Sie mit 250 Euro. Das also so wie Sie das betonen, könnten Sie auch definitiv auf einer Gay-Hotline arbeiten. Warten Sie kurz bitte, ganz kurz warten. Jetzt holen Sie einen intelligenten Mitarbeiter, oder? Was haben Sie da jetzt vor? Ja, bitte warten Sie kurz. Ich warte auf den intelligenten Mitarbeiter, der Deutsch versteht. Nochmal? Ich sagte ja, ich warte auf den intelligenten Mitarbeiter, der Deutsch versteht. Okay. Also ich bin Jens Kröger, also Sie wissen ja schon, ich melde mich aktuell von SpaceFXM. Falls Sie ein bisschen Zeit haben, also wir können auch das Konto zu aktivieren. Sie haben schon mit Klaus auch gesprochen haben. Und ich kann auch Ihnen besser navigieren, da wir können auch das Konto zu aktivieren. Mhm. Haben Sie Computer in der Nähe, wenn ich fragen darf? Ja. Okay, prima. Haben Sie jemals mit TeamViewer oder mit Anydesk gearbeitet? Damit ich kann Ihnen besser navigieren. Das klingt nicht seriös. Welches Unternehmen hat auf meinem Computer was zu suchen? Also unseriöser geht's ja wohl nicht. Nee, wir sind schon ein seriöses Unternehmen. Nee. Ich kann auch, Moment schon, besser navigieren. Deswegen, ich brauche schon auch Anydesk oder TeamViewer. Oder wir können das ohne Anydesk machen. Sind Sie schon bei unserer Plattform momentan? Ich habe keinen Bock, Betrüger auf meinen Rechner zu lassen. Nee. Okay, lass die Anydesk oder TeamViewer. Ja. Möchten Sie das Konto zu aktivieren selbst? Also ich kann auch nur per Stimme behilflich sein. Ja, wie gesagt, ich habe kein Interesse an Betrügern. Okay, dann.
Warum haben Sie schon ein Konto bei unserer Plattform geöffnet haben? Ja, weil man das ja vorher nicht sehen kann, ob ihr Betrüger seid, aber wenn man da einfach anruft und dann mit Anydesk und so und nur Kakerlakendeutsch kann und gelogene Namen und... Hallo, würdest du mich... Ja, dann unterbrechen Sie mich noch die ganze Zeit, also unseriöser geht's nicht. So verhalten sich definitiv ausschließlich nur Betrüger. Soll ich sagen, aber sind Sie krank oder was denn? Tja, und genau so bestätigen Sie das auch noch, dass Sie Betrüger sind. Okay, dann. Falls Sie wünschen, also nicht Ihre Geld zu vermehren, bleiben Sie immer in Scheiße da. Was soll ich sagen? Tja, das würde ich eher wohl dir empfehlen, dass du da nicht in der Scheiße sitzen bleibst, weil mehr ist es ja nicht da wert, was ihr da macht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, tschüss. Das wünsche ich dir nicht. Hallo. Hallo, Alfred, wie geht es Ihnen? Das ist mein Vorname. Vorname, ja. Reintens ist Ihr zweiter Name. Das nennt man Nachname. Ja, Nachnamen. Das kenne ich schon. Das haben Sie selber geschrieben bei unserer Plattform. Ja, warum sagen Sie denn meinen Nachnamen nicht? Weil Alfred ist leichter. Wieso? Weil Alfred ist leichter? Aha. Das hat aber nichts mit Höflichkeitsform zu tun. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich überhaupt von mir? So, Herr Deutschemann, Sie haben eine Anmeldung bei unserer Plattform gemacht als eine interessierte Person, in online zu handeln. Ja, was denn für eine Plattform? Ja, das ist bitcoin.com, crypto.com. Aha, nö, fahr ich nicht. Okay. Da steht diese Anmeldung mit Ihrer Nummer und Ihrer E-Mail. Ja, aber dann haben Sie da wohl die Daten illegal aufgekauft, ja. Ja, das könnte auch sein. Ja. Was wichtig ist, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht. Nö, hab ich Ihnen ja gerade erklärt. Was haben Sie erklärt? Können Sie überhaupt Deutsch? Ich kann überhaupt Deutsch, aber ich sage Ihnen, die Anmeldung ist so gemacht. Ja, genau, Sie sagen, das kann auch vielleicht sein gekauft. Ich kann Ihnen sagen auch, dass Ihre Mutter kann eine Hure sein, aber das ist nicht wichtig. Haben Sie ja? irgendwie einen Dachschaden oder so? No, habe ich nicht. Doch, scheinbar schon. So. Oder jemand hat Ihre Daten geklaut? Oder Sie haben selber die Anmeldung hier gemacht? Ja, da müssen Sie aber Sorge für tragen, damit sowas nicht passiert. Nein, Mann, Sie müssen so... Nee, nicht nein, Mann. Sie müssen laut deutschem Gesetz dafür Sorge tragen, dass so etwas nicht passiert, mit einem Double Opt-in. Sie müssen Ihre Daten sichern. Ja, ich muss überhaupt nicht sichern. Ja, müssen Sie doch. Nee. Weil wenn jemand kommt und macht eine Anmeldung an Ihren Namen, dann bedeutet das, Ihre Daten sind sicher, nicht meine. Ja, genau. Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. Sie dürfen nicht einfach bei mir anrufen und ich erlaube Ihnen auch nicht, bei mir anzurufen. Das ist ein illegaler Werbeanruf. Na, Mann, was für Illegaler. Ich kann anrufen, wer ich will am Telefon. Nee, Sie können nicht anrufen, wen Sie wollen. Definitiv ja, nicht. Ich kann. Ja, es ist verboten. Ich hab Ihnen doch angerufen. Ja, es ist trotzdem verboten. Wie ist das verboten? Ja, es ist verboten, einfach Leute anzurufen. Ich anrufe mehr als 500 Personen am Tag. Ja, das glaube ich erstens nicht, weil das schafft man in 8 Stunden nicht. Und zum Zweiten ist es traurig, dass so viele Leute anrufen, weil es ist illegal. Ich hab... Anrufe so, weil ich arbeite 12 Stunden am Tag. Und ja, es ist trotzdem illegal. Und auch in 12 Stunden schafft man es nicht, 500 Leute anzurufen. Das ist Quatsch. Mann, wenn jemand macht eine Anmeldung an meine Plattform und da sagt, ich akzeptiere, dass jemand mich telefoniert, das ist gar nicht verboten. Doch, das ist verboten. Sie müssen ihre Regeln lernen. So. Wenn Sie sagen, genau. Ich stimme zu. Das nennt man Kaltakquise. Das ist verboten. Sie brauchen einen Double Opt-in. Ich muss einen Automat anrufen und mir einen PIN durchgeben, damit ich den dann online eintrage. Und dann ist es erlaubt. Vorher nicht. Was zum Teufel reden Sie? Ja, genau. Hallo. Hm? Spreche ich mit Herrn Lümmeltücher? Lümmeltücher, ja. Lümmeltücher, Entschuldigung. Philipp Schwarz am Apparat. Ich anrufe Ihnen von crypto.com, da wo Sie eine Anmeldung gemacht haben, über Informationen zu nehmen, ungefähr über Kryptos und Online-Investitionen, Online-Handel. Stimmt das? Keine Ahnung. Das ist schon vor 2 Wochen die Anmeldung hier. Und jetzt war Ihre Nummer angerufen zu werden, ja? Ich bin einfach ein Broker, das wird Ihnen informieren, was passiert in der Reederei-Welt. Glaube ich, haben Sie schon auch Erfahrung in diesem Bereich. Herr Claudius? Nee. Was, ne? Herr Claudius ist falsch. Ja, Claudius Lümmeltücher.
Hallo, mit wem rede ich da? Mit der Wand? Was? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, ne, schon, ja. Was, wie war die Erfahrung? Schnuckelig. Schnuckelig? Mhm. Was bedeutet das? Hä, was? Na, so wie ich es gesagt habe. So, was meinen Sie mit das? Was ist passiert? Na, die Antwort auf Ihre Frage ist passiert. Können Sie ein bisschen klarer sein? Was für ein Ding? Können Sie klarer sein, klarer? Erklären Sie zu mir bitte, was ist passiert mit dieser Erfahrung, die Sie haben? Ja, nichts ist mit der Erfahrung passiert. Die habe ich abgespeichert und da ist sie nun. Wenn Sie handeln oder wenn Sie gehandelt haben, das bedeutet, dass Sie haben investiert irgendwo. War das bei Kryptos oder bei Stocks, Aktien, Indexes? Oder haben Sie keine Ahnung? Was? Wie das funktioniert, die Investitionen? Doch, habe ich Ahnung von, ja. Hallo, guten Abend. Ja. Spreche ich gerade mit dem Herrn Steiner? Jo. Sind Sie am Apparat zu haben? Niklas Fischer ist mein Name und ich rufe Sie an wegen einer Anmeldung, die Sie bei unserer Plattform gemacht haben. Aha. Genau. Haben Sie schon mal Erfahrung mit Online-Trading, ja? Nee. Also, haben Sie noch nie eine Investition gemacht? Nee, aber können Sie mal da das Gejaule da im Hintergrund ausmachen? Warum sollte ich das? Ja, weil das stört. Stört das Ihnen? Ja. Das ist aber nicht mein Problem. Ja, dann ist das auch nicht mein Problem. Tschüss. Guten Tag. Hm? Erwin ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Sebastian? Das ist mein Vorname. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Herrn Sebastian Lümmel-Tütchen sprechen. Der ist am Apparat. Okay, ich rufe Sie vom Finanzmann. Ja, Sie haben sich angemeldet. Ja. Und du? Hallo? Ja, was denn? Es geht um Bitcoin. Haben Sie Interesse? Warum rufen Sie mich jetzt an? Jetzt, ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Das schaffe ich nicht alleine? Wie bitte? Das schaffe ich nicht alleine. Alleine was? Setzt die Intelligenz gleich zu Beginn aus, ne? Ein bisschen lauter, können Sie bitte sprechen? Ach, nö. Hallo? Ja? Ja, ein bisschen lauter, ja? Mhm. Okay, haben Sie Interesse oder nein? Nee, nicht an Betrügern. Okay, also Sie sind Betrüger, bin kein Betrüger. Natürlich seid ihr Betrüger. Ich hoffe, Sie eine professionelle Unternehmer. Nee, ganz bestimmt nicht, du rufst von einem Kakerlakenbau an. Kennen Sie mir? Warum nennen Sie mir Betrüger? Ja, weil du bandenmäßigen Betrug begehst. Nee, du bist, nein, du bist unhöflich und du bist auch unseriös. Warum denken Sie so, wenn ich noch gar nichts gesagt habe? Ich sage, weil du gar nicht dafür, gar nicht so viel sagen musst, das Skript... An welcher Plattform ist der ist oder so. Hm. Das aber Sie Skript, nehmen was du so da... noch Betrüger. Ja, also das... Sie sind unhöflich und verantwortlich ja. Für Ihre Anmeldung. Ja. Wenn wir Betrüger sind, dann machen Sie keine Registrierung auf unserer Plattform. Doch, mache ich okay? In Zukunft noch ganz oft, damit ihr immer wieder anruft, damit ihr eure Zeit verplempert. Das machen Sie jeden Tag. Wir verschwenden keine Zeit, Sie verschwenden Ihre Zeit. Das ist unsere Arbeit und wir bekommen unsere Gehalt. Sowas nennt man Arbeit? Das ist ja traurig. Das nennt man doch nicht Arbeit, das nennt man Banden. Ja, guten Tag. Ich bin Ihre Kontobetreuerin vom Finanzmarkt. Ich bin also sich angemeldet, ja, im Onlinehandel. Aha, und von welcher Firma rufen Sie an? Können Sie lauter sprechen, bitte? Ich höre Sie ganz schlecht. Ich fragte, von welcher Firma Sie anrufen. Inertia Finas. Aha, okay. Jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, okay? Aha. Wir hören Sie mich, oder? Ja, ja. Hm. Okay, dann sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung, wie viel Geld möchten Sie investieren? Hallo? Ja, hallo. Aha, können Sie antworten bitte, wie viel Geld möchten Sie investieren zuerst? 6 Milliarden Euro. Bitte sehr. Mhm. Nee, seriös, Frage ist seriös. Wie viel Geld? Unser Maximalbetrag ist 1000. Ja, möchten Sie 1000, oder? Ja, aber dann bin ich doch im falschen Unternehmen, wenn es seriös sein soll. Ihr seid doch illegal.
Also Sie witzen oder sind Sie seriös jetzt? Nee, das war jetzt seriös gesagt, ja. Und wie viel Geld möchten Sie investieren? Ja, 6 Milliarden Euro bei den Betrügern. Okay, haben Sie Mastercard oder Visa-Karte? Ja, und eine Dongzhuang. Und ich habe auch eine EC-Karte. Und alle anderen Kreditkarten habe ich auch. Und die Visa-Karte fängt mit einer 4 an und die Masterkarte mit einer 5. Sagen Sie mir bitte die Nummer. Ja, 568-7899 572227899. Können Sie langsam sagen, bitte, oder? Nee. Das kann ich nur schnell. Dann wieder hier on, ja? Was? Betrüger. Sie sind Betrüger. Nein, ihr seid Betrüger. Na was denn? Machst du jetzt mal ein bisschen Pause, oder was? Betrüger. Abzocker. Illegaler Bandenmitglied. Nee. Was? Hallo? Ja? Hallo, ich spreche mit Ludolf. Ja. Hallo, Ludolf, das ist Christina. Ich rufe Sie von Bitcoin Convert. Aha. Sie möchten bei uns ein Handelskonto öffnen, ja? Weiß ich nicht. Möchte ich das, ja? Okay, sehr schön. Herr Schindler-Dollar. Mit welcher Karte möchten Sie... Ja, hallo, schönen guten Tag, Oliver Neumann, Apparat. Wie geht es Ihnen, Herr Feldemann? Hat es gut soweit? Ja, ganz gut. Das freut mich. Also, Oliver Neumann ist mein Name, Finanzexperte von investing.com. Wir sind ein lizenzierter Unternehmer für Online-Trading, Online-Handel. Darf ich mal fragen, habt ihr schon mal Erfahrungen in Online-Trading oder Online-Handel? Ja. Okay, und ist das gut oder schlechte Erfahrung bis jetzt? Ja. Was, jo? Ja, was wollen Sie denn jetzt? Also, es geht über Online-Trading, wie gesagt. Aha, und weiter? Ja, wir sind ein lizenzierter Unternehmer für Online-Trading. Momentan wir suchen für Partners, mit uns zu arbeiten und Geld zu verdienen über die Börse. Aha, wo sind Sie denn lizenziert? Ich habe diesen Anruf bekommen. Ja, wo sind Sie denn lizenziert? Wir sind bei FCA lizenziert. Bei FCA? Genau. Also beim Fußballclub Augsburg. Also, ich bin ja hier nicht zum Spieler mit Ihnen, verstehen Sie? Ja, aber FCA heißt Fußballclub Augsburg. Das ist ja deine Mutter mit dem Fuß so hoch. Was? Deine Mutter mit dem Fuß so hoch. Ich verstehe kein Wort. Das ist zu undeutlich. Verstehen Sie es nicht? Nö. Okay. Besser so. Ja, wo sind Sie denn jetzt lizenziert? Wenn Sie da mit einer Lizenz prallen, dann müssen Sie mir doch auch sagen, wo. Ja, bei FCA habe ich gesagt. Und wenn Sie nicht wissen, was FCA ist, dann sagen Sie besser nicht. Ja? Na, haben Sie einen Computer da, dass ich Ihnen das zeige? Dann können Sie es besser verstehen. Ja, also für mich ist, wie gesagt, FCA Fußballclub Augsburg. Ja, ich schwieg dich, verpiss dich. Haben Sie eine Macke? Ja, bin ich mit der Rudolf Scher verbunden. Schön, dich zu erreichen, Herr Scher. Ich hoffe, ich störe im Moment nicht. Nö. Mein Name ist Alex Stano und ich rufe Sie wegen Ihrer Handelskonto, die Sie bei uns haben. Aha, bei wem denn? Wie nennen Sie sich? Wie heißt denn die Firma? Ja, Sie haben bei uns Affiliate, beim Webtrader das gemacht. Webtrader heißt die Firma? Ja, ganz genau. Ich rufe Sie auch von der Zentrale. Aha. Okay. Und erstmal, Herr Chef, wollte ich Ihnen fragen, wie war Ihre Erfahrung bis jetzt? So gar nichts. Mhm. Halten Sie das Handy ein bisschen näher, ich höre Sie schlecht. Ja, ich sagte gar nichts. Ja, das ist auch notiert. Sie haben versucht, ein Konto zu öffnen. Haben Sie noch nicht angefangen, richtig sozusagen. Und wenn ich fragen darf, wo wart ihr interessiert? Also, wo sind Sie interessiert? Bestimmt an die Kryptowährungen. Nö. Wie bitte? Nö. Haben Sie gar keine, so, sind Sie nicht fokussiert in eine bestimmte Teil oder möchten Sie das nur das ausprobieren? Handeln probiert man nicht mal einfach so aus. Aber als allererstes, wenn wir schon beim Thema aus sind, wie wär's denn mal, wenn wir die Musik ausschalten? Was für eine Musik? Ja, die im Hintergrund. So, ich habe keine Musik. Was für ein absoluter Lattenschuss? Im Hintergrund läuft Musik. Wie bitte?
Ich habe dich gefragt, ob du einen Lattenschuss hast. Im Hintergrund läuft Musik. Nein, habe ich nicht. Doch, scheinbar schon. Ich höre auch meine Stimme zweimal. Ja, und also, ich höre Musik. Halten Sie das Handy näher und Sie hören auch keine Musik mehr. Doch, ich höre Musik. Wie hören Sie Musik? Sie sind der erste Kunde, der das sagt. Ja, da ist Musik bei euch. Mach die mal aus. Okay, hören Sie jetzt besser? Ich höre die ganze Zeit trotzdem Musik. Also, ich will die Musik ja nicht besser hören, ich will die Musik gar nicht hören. Okay. Ja, und nun? Okay, und hören Sie jetzt besser? Ja, was soll ich denn besser hören? Hören Sie mich besser? Ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass ich keine Musik hören möchte. Ja, Sie hören jetzt auch keine Musik. Doch. Also spielen Sie jetzt? Nein, ich höre Musik im Hintergrund. Sie hören Sie Musik. Was meinen Sie? Na, bei euch läuft Musik da in dem scheiß Callcenter. Ich höre keine Musik. Oh, erzähl dir deine Lügengeschichten irgendwem anders. Ihr seid bandenmäßige Betrüger und mehr nicht. Wer ist? Sie spielen jetzt? Nee, ich spiele also nicht. Ich sage dir meine Meinung. Ihre echte Gesicht gezeigt, oder? Pippi, ich würde mal langsam den Kopf zumachen, weil da kommt nur Müll raus. Ja, Sie sind bestimmt in einem Büro. Ja. Oder? Genau, ich bin in einem Büro, ja. Und, in meinem Büro, richtig. Ich auf meine Dingespräche jetzt auf. Ja, mache ich. Ja. Wissen Sie, Sie machen sich strafbar, oder? Mache ich das, ja? Ja. Aha. Kennen Sie die Gesetze oder nicht? Sind Sie so... Hast du schon mal was von Kaltakquise und Datenschutz gehört? Weil das haltet ihr irgendwie ja auch nicht ein, ne? Wer? Ja. Was meinen Sie? Also... Ihr seid illegale, bandmäßige Betrüger. Ja, wer ist illegal? Was meinen Sie? Und soll ich auch was sagen, was Sie sind? Na, dann schieß mal los. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Der Reporter von RTL, ja, der nichts zu tun hat. Ja. Ja. Genau, und ich kläre das auf, was ihr da macht. Was klären Sie, was? Ja, illegaler, bandenmäßiger Betrug mit Kaltakquise. Ja, geh mal bei deinen Arbeit. Ja, genau. Hallo? Ja? Schönen Tag, spreche mit Gerold Fischstäbchen, richtig? Ja. Frau Fischstäbchen, Sie haben Registrierung am Finanzmarkt gemacht. Mhm. Stimmt das? Jo. Hallo? Hallo? Guten Tag. Bin ich mit Herrn Hartmut Schmiller-Donner verbunden? Nee, Schimmeldöner. Ach so, Schimmeldöner. Entschuldigung, Herr. Anton Richter ist mein Name. Melde ich mich von cryptotech.io. Sie haben sich auf unserer Plattform registriert, korrekt? Das ist ja entzückend. Mhm. Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner, werde ich Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto zu aktualisieren, korrekt? Ja, weiß ich doch nicht. Was wissen Sie doch nicht? Verstehen Sie Deutsch? Natürlich, die Frage ist, ob Sie Deutsch verstehen. Ja, ich glaube, irgendwas ist in deinem Gehirn ziemlich kaputt, um auf so eine Aussage zu kommen. Dein Name glaubt dir garantiert kein Schwein. Und mehr als Betrüger seid ihr definitiv nicht, sonst würde ich ja mein Telefon nicht klingeln und dann hätte ich nicht so eine Kakerlake dran, nur weil man sich in der Werbung eingetragen hat. Das ist rechtlich nicht erlaubt, das ist schon bekannt, ne? Man braucht ein Double Opt-in, um die Leute einfach so anzurufen. Herr Schmiller-Döner, Sie haben Schimmeldöner. Sie haben sich auf unserer Plattform registriert, das bedeutet, Sie sind interessiert mit den Kryptowährungen zu handeln. Nee, das bedeutet das nicht. Oder nicht? Das ist nicht richtig. Das Thema ist nicht aktuell für Sie. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von Herrn Schimmeldöner. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton. Hallo? Hallo? Ja? Grüß Gott, ich spreche Herr Hartmut. Herr Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Okay, sehen Sie das? Ja, das ist mein Vorname, aber so sprechen Sie mich nicht an. Und wer sind Sie überhaupt? Ich spreche mit Ihnen mit Schimmeldöner. Herr Schimmeldöner, bitte. Herr Schimmeldöner. Ja, und wer sind Sie? Ich bin Petra Müller, ich bin Kontomanager. Und Sie haben am 14. ein Handelskonto gemacht, nicht so? Was für ein Konto? Ein Handelskonto. Ich schub sie aus Bitcoin-Konto. Aha. Mhm. Okay.
Und da rufen Sie an? Ich möchte eine Frage machen, ist dieses Konto aktiviert oder nicht? Na, aber warum müssen Sie das fragen? Ich habe doch die Seite auf. Sie haben nur einen Account gemacht, aber dieses Account muss man aktivieren. Sie können das nicht allein machen. Kann ich nicht? Und warum steht hier was mit Einzahlen? Kennen Sie sich mit Ihrer Seite nicht so gut aus? Möchten Sie aktivieren, dann möchten Sie das nicht. Wenn Sie aktivieren möchten, dann können wir aktivieren. Ja, und wozu brauche ich Sie da? Damit Sie können anfangen, online zu handeln. Na, aber ich habe doch das mit dem Einzahlung hier gerade offen. Wozu brauche ich Sie? Ach so. Das sehe ich nicht bei mir im System, leider. Und da rufen Sie an? Wie bitte? Ja, und warum rufen Sie an? Ich habe Ihnen schon gesagt, warum habe ich Sie angerufen. Ja, aber das erschließt sich mir nicht. Ack? Hallo? Ja? Guten Tag, ich suche ein Gespräch mit Klaus Ablessen. Mhm. Hallo Herr Ablessen, mein Name ist Thorsten und ich rufe Sie aus Stolz-DC mit dem Bitcoin-Profit-System an. Wie geht es Ihnen heute? Sie rufen mit Bitcoin-System an? Ja, ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe ein Konto bei uns eröffnet. Ja, und Sie denn? Möchten unser automatisches Investitionssystem zu benutzen, ja? Möchten Sie sich nicht erstmal richtig anständig vorstellen, mit Name und Firma? Ja, mein Name ist Austin und ich rufe Sie aus Stokes DC mit dem Bitcoin-System. Mhm. Und ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Konto zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten. Aha. Also, haben Sie Erfahrung im Online-Handel oder das ist Ihr erste Mal? Ich dachte, Sie beantworten von mir Fragen, aber Sie haben ja gar nicht gesagt, dass ich welche beantworten soll. Wie bitte? Ja, genauso wie ich es gesagt habe. Ich dachte, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Herr Blassen, Sie haben ein Investitionskonto bei uns eröffnet 20 Minuten. Für 20 Minuten, ja? Für 20 Minuten habe ich jetzt ein Konto, okay? Ja, dann läuft ja die Zeit. Ja, aber ich sehe, dass ich nicht gemacht, die Konto zu aktivieren und das ist der Grund, warum ich jetzt rufe, so Sie können Ihnen mit dem Schritt zu helfen. Ja? Brauche ich da Hilfe? Können Sie mich zuerst fragen, haben Sie Erfahrung im Online-Handel oder das ist Ihr erste Mal? Nee, im Online-Handel habe ich ganz schön viele Erfahrungen, weil von Amazon kommt jeden Tag ein Paket. Und haben Sie eine spezielle Stelle mit unserem System oder Sie wollten Sie es nur einfach ausprobieren? Haben Sie da ein neues Shop-System? Tag, hallo? Spreche ich mit Herrn Hartmut? Ja, aber Sie sind extrem wahnsinnig unfassbar leise. Ach so, ist es sehr leise? Ja. Okay, dann ich probiere noch einmal. Warten Sie kurz. Besser? Ne. Nein? Also, verstehen Sie mich? Kaum. Nahezu gar nicht. Gar nicht? Nee. Herr Hartmut, probieren wir. Und wenn es geht, ich rufe noch einmal, okay? Ich nicht hören. Ne. Auch ne? Aber warum? Gleiche, ja? Herr Hartmut, ist das Gleiche? Hören Sie nicht? Schwer. Fragen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Jetzt höre ich Sie besser. Hallo? Hallo, Herr Hartmut, sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Sagen Sie mir vielleicht erstmal Ihren Namen und von wo Sie aus anrufen? So, Sie hören ganz gut, ja? Ja, jetzt wird's schon wieder leise. Okay. Ich rufe Sie an vom Online-Handelsabteilung. Jetzt sind Sie allein auf unserer Plattform, FedEx, richtig? Ja, keine Ahnung. Sie verraten mir ja nicht, von welcher Firma Sie anrufen, weil Online-Handelsabteilung ist keine Firma. FedEx, ich habe das schon gesagt. Was? Ich
habe gesagt schon, Predexo. Und jetzt, Sie sind online. Ja, aber Sie sind schon wieder sehr wahnsinnig unfassbar extrem leise. Es ist noch okay. Hallo? Ja. Herr Heidmann, sagen Sie mir bitte, vielleicht haben Sie Erfahrung? Sie sind sehr wahnsinnig unfassbar leise und ich kann kaum etwas verstehen. Ich höre Sie kaum, also gar nicht. Was? Hallo? Jetzt ist besser? Jetzt kann ich was hören. Okay, ganz, ganz gut. Herr Hartmut, ich bin Kontomanagerin, ich sage es nochmal. Und die Kontomanagerin, ich helfe mit Aktivierung und ich gebe alle Informationen, die brauchen auch, okay? Und von welcher Firma? Fredexo. Ach so, und wie heißen Sie? Ich heiße Clara. Ja, und weiter? Clara Miller. Mhm. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Warum möchten Sie das wissen? Also, wollen Sie nicht mit Handel anfangen? Ja, was hat das mit meinem Alter zu tun? Tag? Hallo? Ja? Guten Tag, mein Name ist Lisa Bauer. Spreche ich bitte mit Equist, oder? War das eine Frage? Ja. Mit wem möchten Sie sprechen? Also ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Hm. Mhm. Hallo? Ja? Guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Berg ist hier. Ich melde mich von den Plattformen. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Wissen Sie das, ja? Nee, welche von Plattform denn? Wie heißen Sie denn? Sie heißen Handelsplattform? Check, Trade, können Sie handeln mit Bitcoin, mit Rohstoffe, Aktien. Ach so. Und haben Sie Handelskonto, aber es ist noch nicht aktiv. Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Kann gerne dabei helfen, es zu aktivieren, dann alle weiteren Schritte erklären. Aha, okay. Na, dann erklär mal, wie man dann die alle Schritte macht. Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet Ja, genau, die ist richtig. Bitte? Ja, die ist richtig. Bitte? Die ist richtig. Was ist richtig? Ich habe gar nichts gesagt. Na, meine E-Mail-Adresse. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse, damit ich... Ja, wenn Sie die noch nicht haben, dann gebe ich Ihnen die nicht. Okay, dann geben Sie dann, ich schicke dir Informationen. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wenn Sie die E-Mail-Adresse noch nicht haben, dann sage ich sie Ihnen nicht. Ach so. Das ist rainer.zufall@mdzzfan.de. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe eine E-Mail gesendet und ich zeige die ganze, ja? Ja. Was denn? Von Eberg sollen Sie es haben. Schauen Sie bitte nach. Ja, was ist denn da drin in der E-Mail? Haben Sie E-Mail erhalten? Was ist denn da drin in der E-Mail? Haben Sie E-Mail erhalten? Alter, du dummes Stück Scheiße, kannst du auf meine Frage antworten? Zuerst, Sie brauchen ganz vernünftig mit mir sprechen, nee, ja? Zuerst brauche ich jemanden, der nicht so ist wie eine dreckige Kakerlake, die Menschen am Telefon verarscht und die Leute dazwischen quatscht, weil das geht ja wohl nicht mehr unfreundlicher. Und wenn ich dir eine Frage stelle, dann hast du als Accountmanager zu antworten. Brauche Schutzzentrale? Guten Tag, spreche mit Herrn Abend. Ja. Hallo Herr Abend, Lukas Riss ja von der Finanzbörse. Ich melde mich bei Ihnen zu Ihrer Registration, Herr Abend. Wir haben Interesse geäußert an Onlinehandel, ja? Aha. Wie bitte? Aha. Was heißt das? Ja. Hallo? Hallo. Können Sie sprechen? Na, ich rede doch mit Ihnen. Können Sie hören? Ja. Klar, ich kann hören, ja. Also, warum haben Sie die Registration gemacht, Herr Abend? Na, mal gucken. Was heißt mal gucken? Also, haben Sie Erfahrung? Mit was möchten Sie handeln? Mal sehen, weiß ich nicht.
So, Herr Abend. Ja. Sagen Sie mir bitte, ja, warum genau haben Sie die Registration gemacht? Haben Sie bestimmte Ziele vielleicht? Na, ich wollte mal gucken. Sie wollten mal gucken. Haben Sie Erfahrung mit Trading? Ne. Wie bitte? Ne. Haben Sie nicht, ne? Mit was möchten Sie denn bei uns handeln? Weiß ich nicht, mal gucken. Was heißt mal gucken? Also, für was möchten Sie bei uns einsteigen? Für was? Weiß ich noch nicht. Wissen Sie überhaupt was? Nö. Herr Abend, Sie sind jetzt so unseriös, ja, also so kann ich gar nicht leiden, ne? Ja. Wenn Sie, ja? Hm. Wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie jeden Tag angerufen werden, ja, seit 4 Tagen, ja? Ja. Und dann zeigen mit Ihnen, man spricht wie mit einem Kleinkind, ja, wenn es Ihnen gefällt, ja, dann können Sie auch, ich weiß nicht, irgendwo anders hingehen, ja, und irgendwo anders Ihr Spaß haben, okay? Wo denn? Aber bei uns, ja, also wir sind ein seriöses Unternehmen, ja, und wir lecker, haben die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ja? Was? Verstehst du? Nee. Ich hab's ja akustisch nicht verstanden. Wiederholen Sie bitte. Ich wiederhole gar nichts mehr, ja. Wenn du weiterhin, ja, deine Zeit mit solchen Gesprächen verschwenden möchtest, ja, dann mach weiter so, ja, also kein Problem. Dann rede so mit Menschen, ja, kein Problem, ja. Du wirst weiterhin angerufen von verschiedenen Plattformen, ja. Prima. Es wird nicht aufhören und ich werde dafür sorgen, okay? Das wünsche ich mir auch. Abend. Dann habe ich mehr Material für YouTube. Okay, schönen Tag, okay. Gut, mach's gut, ja? Tüdelü, mein Schätzchen. Guten Tag, ich spreche mit der Claudius. Herr Klabautermann, möchten Sie sprechen? Ja. Lümmelschutzchen? Nein, hier, dann das sind Sie... Das ist Claudius. Dann sind Sie falsch verbunden. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Falsch verbunden, Claudius Lümmelschutzchen. Okay. Sie sind nach dieser Person. Was möchten Sie denn? Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Das geht um Online-Hate. Online-Hate? Das geht. Ich mag keine Hater. Nein, Online-Handel. Ach so. Toll. Hallo und einen schönen guten Tag. Sprech mit Herr Gerold. Was? Sprech mit Herr Gerold. Das ist doch mein Vorname. Wen möchten Sie sprechen? Herr Gerold brauche ich ja sprechen. Ja, Herr Gerold ist mein Vorname, das ist unhöflich. Okay, gut. Dankeschön, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, Betrüger. Hallo, ich bin mit Herr Abend. Mit wem? Mit Herr Abend. Herr Abend, ich bin Sophia, leitende Beraterin unserer Zeitung UNRWA. Ich wollte Sie über Kryptowährung informieren. Ja, aber Ihr Mikrofon ist unfassbar scheiße eingestellt. Das klippt die ganze Zeit. Können Sie bitte nochmal wiederholen? Was? Können Sie nochmal wiederholen, bitte? Ja, ich sagte, Ihr Mikrofon klippt die ganze Zeit. Das ist unfassbar scheiße eingestellt. Okay, jetzt würde ich sagen, ich habe irgendwann eine Anmeldung gemacht auf Währung Investitionen. Fehlt Ihnen irgendwas im Gehirn? Ich habe gerade was gesagt. Okay, also Sie haben kein Interesse? Sind Sie doof? Dummer Mensch? Ja, das sind Sie, glaube ich, weil man versteht Sie nicht. Arschloch. Ja, genau, das denke ich über Sie. Ja, grüß Gott, Dennis Müller spricht am Apparat im Auftrag der Firma MetaQuotes. Herr Steiner? Ich grüße Herr Steiner. Der Zweck des Telefonats im Auftrag unserer Firma basiert halt in einer Vorstellung unserer neuen Angebote im Haus. Wir vermitteln für Sie in der internationalen Börse. Interesse in der Richtung? Also, Sie machen Kaltakquise am Telefon. Wieso denn? Ja, dann erklären Sie mir mal, wo ich das Double Opt-in für den Anruf hinterlassen habe. Also, Sie haben das bei Bitcoin Era 49 eigentlich Deutschland. Das ist unser Inserent. Wobei Sie sich überall im Internet, das ist auch Facebook, also soziale Medien, YouTube und so weiter und so fort, natürlich sehen könnten in diesem Fall. Sie wissen aber schon, wie ein Double Opt-in funktioniert, ne?
So, den Moment, ich war nicht fertig mit meiner Aufklärung. Den Moment, also die Cookies dieser Webseite akzeptieren, sofort der Werbetreibende oder Interessent in diesem Fall generiert die Daten, genauso wie Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse von ihrem Google-Account. Und sie werden weitergeleitet anhand der gezeigten Interessen bezüglich die Kenntnisse zu vertiefern. Sie haben meine Frage jetzt absolut gar nicht beantwortet. Das hat ja überhaupt nichts mit der Fragestellung zu tun. Die Fragestellung war, wo ist das Double Opt-in? Das Double ist doch, habe ich genannt. Nee. Das ist Bitcoin. Ein Double Opt-in, ja, kann so kann ein Double Opt-in nicht entstehen. Ein Double Opt-in entsteht mit einem PIN, den ich am Telefon durchgesagt bekomme. Ansonsten haben Sie nicht das Recht, mich anzurufen. Okay, haben Sie das klar mit Ihrer Mobilfunkfirma einfach gestellt? Das hat doch nichts mit meiner, das hat nichts mit meiner Mobilfunkfirma zu tun. Das hat gesetzlich schon mit denen zu tun. Ja, das hat gesetzlich überhaupt nichts mit denen zu tun. Sie rufen mich an, Sie machen sich gerade strafbar. Nee, ich doch. Erkläre das, wie das überhaupt gesetzlich funktioniert. Nee, Sie erklären ja Bullshit. Anrufe, Werbeanrufe in der ja, Richtung. Das erzählt die Tante, die illegal am Telefon anruft und kriminelle Leute unterstützt. Sie sind eine Kriminelle. Gar kein Problem. Falls Sie mal die Informationen unter der Nummer wünschen, Sie sind herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein bisschen Gehirn, weil das fehlt Ihnen. Sie haben kein Gehirn. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Markus Pavel und ich melde mich von Supporting-Abteilung für den Handel. Ich spreche gerade mit Herrn Scher. Ja, aber mit Ihnen rede ich nicht, weil das ist viel zu laut im Hintergrund. Man versteht kein Wort. Ganz kurz bitte, ich mache das ein bisschen. Ist es besser jetzt? Nee, Musik aus. Okay, ganz kurz. Nein, die Musik ganz ausschalten. Hier ist besser. Nee, kein Stück. Kein Stück. Ja, es ist kein Stück besser. Ich sagte Musik abschalten, aus. Ich kann das Musik nicht ausschalten. Ja, dann kann ich mich nicht unterhalten. Okay, sprechen wir erstmal über Ihre Anmeldung, dass Sie gemacht haben. Nee, da sprechen wir bestimmt nicht drüber, solange die Musik an ist. Okay, also unseriöser geht's ja nicht. Okay, ich werde meine Musik ausmachen. In Ordnung, warte jetzt. Ja, dann mach aus. Nee, du sagtest gerade Musik aus. Herr Scher. Nee, die Musik wird abgeschaltet, sonst reden wir nicht weiter. Sie hören doch nicht, oder? Nein. Ich kann nicht ohne, weil wir sind hier viele mit ab. Scheiße, du Penner. Du schwach. Ja, du bist ein Scheißkakerlake. Du Scheißkopf. Ja. Du bist ein Dummkopf. Ja, immerhin bin ich nicht so armselig wie du und muss mein Geld klauen. Schreist du wie ein Arsch. Ja, und du bist was ganz Peinliches. Leck mich, du Wichser. Mhm, danke schön, du Primitiver. Guten Tag. Ja. Sprich ich mit Luis Hausmeister, ja? Ja. Sehr angenehm. Sie sprechen mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Mhm. Also Herr Luis, es geht um Bitcoin. Ich sehe, dass Sie haben sich angemeldet, ja? Keine Ahnung. Soll ich Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren, damit Sie von Ihrer Handel beginnen? Mhm. Was denn für ein Handelskonto? Bitte? Was denn für ein Handelskonto? Also das ist über Bitcoin, ja? Zum Beispiel. Und bei welcher Firma? In Netia Finance. Mhm. Und was so, soll ich da machen? Sie können Geld investieren und mehr Geld bekommen. Profit haben. Geld verdienen. Aha. Machen wir weiter und aktivieren das Konto? Weiß ich nicht. Was ist denn das für eine Seite? Kenne ich nicht. Doch, Sie kennen das. Woher Sie haben denn? Schon diese. Sie haben von Ihrer Seite diese Registrierung gemacht. Aha. Sie haben zuerst Ihren Namen, dann Vorname geschrieben, ja? E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sie haben das alles gegeben. Und woher wissen Sie, dass ich das war? Ich sehe das von meiner Seite. Aha, das also können Sie von Ihrer Seite aus in meine Wohnung gucken oder was? Nee, das brauche ich auch nicht. Ich denke nicht, dass jemand benutzt Ihre Daten, ja, Ihre E-Mail-Adresse. Naja, das hat ja nichts mit Denken zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ihr sowas sogar prüfen müsst. Bitte? Ja, genau. Was kommt davon, wenn man Kakerlaken ans Telefon setzt?
Ich weiß nicht, wer hat das gemacht, aber auf jeden Fall, Sie werden weiterhin Anrufe von verschiedenen Plattformen bekommen. Jeder Tag. Ja, will ich aber nicht. Müssen Sie abstellen. Leider, das kann ich nicht von meiner Seite kontrollieren. Vielleicht Sie sollen also... Also sind Sie auch so eins von den illegalen Unternehmen? Sie kennen nicht uns und Sie dürfen nicht auf das sagen. Ja doch, das darf ich schon sagen. Es herrscht Meinungsfreiheit in Deutschland und auch Datenschutz, aber da scheint sich ja keiner dran zu halten. Sie können so denken, kein Problem, wie Sie möchten. Aber auf jeden Fall, Sie haben von dieser Registerung. Ja, aber dann können Sie die da löschen. Das leider kann ich nicht machen. Ja doch, sind ja meine Daten, dann nehmen Sie die da raus. Herr Hausmeister, auf jeden Fall, ich wünsche noch einen schönen Tag, ja? Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Dankeschön, Sie sind ganz gerne. Unhöflich. Genau, so wie man mit Kakerlaken umgeht. Bleiben Sie gesund. Ja, Sie nicht. Noch. Hallo. Ja, was denn? Hallo. Ja. Herr Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Ja. Schimmeldonner ist richtig. Schimmeldonner ist mein Name, ja. Ja, sehr schön. Also, ich bin Lukas Kraus an Apparat. Ja, und warum ist das bei Ihnen so laut? Lassen Sie mich zuerst erklären. Also, ich melde mich von der Firma European Stock. Können Sie mich hören? Ja, kaum. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ah, okay. Aber momentan, können Sie mich hören besser? Nee. Nee. Sie hat eine Stehstelle-Leitung oder was? Nee, bei Ihnen ist da ganz laut im Hintergrund. Hallo? Oh. Hallo? Herr Hartmut? Hallo? Hören Sie mich besser? Ich verstehe Sie ganz, ganz schlecht. Die Musik ist so wahnsinnig laut bei Ihnen im Hintergrund, man hört nichts. Okay, aber momentan? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Es ist wahnsinnig laut bei Ihnen. Laut? Momentan? Hallo? Ja, jetzt höre ich bloß noch eine schreiende Frau im Hintergrund. Kann ich anrufen in einem anderen Moment? Warum? Wozu? Was wollen Sie eigentlich überhaupt von mir? So, ich melde mich von der Firma European Stock. So, der Grund, weil ich Ihnen angerufen habe, ist wegen, weil Sie sehen in meinem System, weil Sie hat eine Registrierung über Bitcoin oder Amazon gemacht habe. Stimmt das? Über Amazon habe ich eine Registrierung gemacht. Ja. Nee. Investing in dem Amazon. Ich wollte Ihnen kurz erklären über Online-Trading in der Börse. Ja, aber was hat das mit Amazon zu tun? Auf Amazon registriert man sich nicht für die Börse. Amazon ist eine Aktie. Ja, Amazon gibt es Aktien, ja. Aber Sie haben ja gerade gesagt, ich habe mich bei Amazon angemeldet. Aber bei Bitcoin oder zum Beispiel mit dem Online-Trading. Ja, was wollen Sie da jetzt? Ich wollte Ihnen kurz erklären, was unsere Firma hat. Ja, und wozu? Für uns, dass ich rede mit der Börse, mit dem Aktien oder Rohstoffen oder Kryptowährungen. Ja, und wozu brauche ich das? Das ist eine Möglichkeit für neue Kunden, für Geld verdienen. Ja, und rufen Sie einfach so irgendwo Leute an, oder was? Nochmal? Und dazu rufen Sie einfach irgendwelche Leute an? Nein. Naja, aber Sie haben Telefon. Eine Registrierung gemacht. Und zum Beispiel, Sie hat Interesse gezeigt über Online-Trading. Ja, habe ich Ihnen ja schon gesagt, über Amazon ist das nicht möglich. Haben Sie ja gerade erzählt, dass ich das bei Amazon gemacht habe, aber habe ich nicht. Amazon, ich habe nur eine zum Beispiel, aber wir haben Amazon oder Tesla. Ja, aber da habe ich keine Anmeldung gemacht. Okay, ja, ich verstehe, aber ich anrufe Sie und gebe Ihnen diese Möglichkeit. Sie haben nur ein Interesse gezeigt über Online-Trading und ich anrufe Sie und erklären Sie, was unsere Firma hat für den neuen Kunden. Ich wollte Ihnen nur kurz erklären. Ja, und wozu wollen Sie mir irgendwas kurz erklären? Also, ich verstehe die Verbindung nicht. Hören Sie mich besser?
warte mir nur eine Minute. Ich wollte Ihnen noch einmal anrufen, okay? Nö. Okay, Herr? Nein. Ja, okay. Hören Sie mich eigentlich jetzt, Herr Schimmeldonner? Hä? Wer sind Sie denn jetzt? Also, ich bin die Kollegin von der Lukas. Was Sie jetzt also vor einer Minute gesprochen haben. Ja, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie einen kompletten Dachschaden oder irgendwie eine Gehirnamputation? Ich habe gerade gesagt, Sie sollen hier nicht nochmal anrufen. Mein Kollege hat Ihnen eigentlich zuletzt nicht verstanden und deswegen habe ich Ihnen jetzt kurz nochmal angerufen, um Ihnen kurz zu erklären, für was ich Sie also angerufen habe. Ja, interessiert mich nicht. Wie interessiert Sie nicht? Ja, es interessiert mich nicht. Nee, habe ich nicht, habe ich dem Typen auch gerade gesagt. Doch, haben Sie gemacht, weil ich habe alle Ihre Daten hier. Ich glaube, irgendwas fehlt bei Ihnen, ne? Ist irgendwas gehirntechnisch nicht richtig. Die kommen eigentlich hierher. Ja, dann schön, dann verplemper weiter deine Zeit. Ich würde Ihnen mich jetzt einfach nicht umsonst anrufen. Doch, machen Sie doch gerade umsonst. Nein, mache ich nicht. Doch, machen Sie gerade umsonst. Habe ich doch dem Typen jetzt mehrfach gesagt. Aber wenn der zu blöd ist, das nicht irgendwie zu registrieren, kann ich auch nichts dafür. Nein, Sie haben sich registriert mit Ihren Daten. Nö, habe ich nicht. Und Sie sind bei uns gelandet, doch. Nö, habe ich nicht. Also diese Registrierung haben Sie per Amazon gemacht. Nö, habe ich nicht. Vielleicht war das eine Werbung oder eine Link, das ja. Weiß ich nicht, was Sie da gemacht also, haben. Also gestehen Sie gerade, dass Sie illegal anrufen, oder was? Was für illegal? Ja, über eine Werbung kann man gar nicht anrufen. Es ist gesetzlich in Deutschland verboten. Nein, doch. Nein, nein. Doch. Herr Schimmeldonner, hören Sie gut zu, was ich Ihnen jetzt sage. Nö, das interessiert also, mich gar nicht, was ihr da sagt. Einen schönen guten Morgen oder guten Tag, Herr Schimmeldonner. Ich bin von der Kaiserapparat. Grüß Sie. Was? Alexander Kaiser, wir kennen uns noch nicht, aber Sie haben sich gerade frisch angemeldet. Und zwar hatten Sie, genau, Sie hatten Interesse am Handel auf der Börse, in Echtzeit, Daytrading-Bereich. Sie wollten sich ein paar Euro dazu verdienen. Ich wollte Ihnen erklären, was gerade möglich ist. Also ich bin hier Kundenbetreuer und ich erkläre bzw. beantworte Ihnen Ihre Fragen. Ich helfe Ihnen bei der Anmeldung. Ich dachte, ich bin angemeldet. Ja, Sie haben sich angemeldet, genau, mit Ihren Daten, damit Sie kontaktiert werden. Oder haben Sie etwa schon mit jemandem telefoniert und irgendwas vorgenommen? Bitte? Dafür habe ich mich nirgendwo angemeldet, um kontaktiert zu werden. Doch. Es ging, ich erkläre es Ihnen. Das ist also Anmeldung im Sinne von Name, Zunahme, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, ja? Die kann ich mir auch mal ablesen, klar. Also Hartmut Schimmeldorner, hartmut.schimmeldorner@gmx.de und die Telefonnummer. Haben Sie denn in Deutschland schon mal was von einem Double Opt-in gehört? Double Opt-in? Ja. Ja. Und warum halten Sie sich nicht dran? Ne, warten Sie, ich verstehe es nur nicht. Sie sind hier aufgetaucht als Interessent und ich wollte Ihnen einfach nur ein paar Fragen beantworten und wir müssten doch jetzt nicht hier in eine Konfrontation gehen. Ist das, ich meine, Sie haben Interesse. Naja, aber wo ist denn jetzt das Double Opt-in? Ich habe das Recht zu erfahren, wo das Double Opt-in ist. Dazu sind Sie sogar gesetzlich verpflichtet, dass Sie das auf ausdrücklichem Verlangen herausgeben müssen. Wo ist das Double Opt-in? Das helfen Sie mir doch mal auf die Sprünge. Was bedeutet das? Tja, Sie brauchen die Genehmigung, mich anzurufen. Und das müssen Sie mir mit IP-Adresse und Code und Passwort müssen Sie mir vorlegen. Okay, das höre ich zum ersten Mal, dass ein Kunde, der interessiert ist, beziehungsweise ein Interessent, mich danach ja, fragt. Woher wissen Sie denn, dass ich interessiert bin, wenn jeder Vollpfosten meine Daten da eingeben kann? Erklären Sie mir das mal. Das stimmt, aber... Na sehen Sie, fällt Ihnen da gerade was auf, wo Ihr Denkfehler ist? Moment, Sie rufen mich illegal an. Hast du Lack gesoffen oder was? Sagen Sie mal, haben Sie einen absoluten Lattenschuss? Sie sind nichts anderes als ein kleiner krimineller Betrüger, der mich hier anruft und nichts anderes macht als alle anderen Betrüger hier am Telefon. Herzlich willkommen auf YouTube. Ich stelle dich online. Jeder wird dich im Internet hören. Mach das. Hallo, Schottenheim, ich spreche mit Herrn Gerald. Ja, und mein Nachname ist? Steiner. Ja. Das geht um Onlinehandel, Herr Steiner. Ja. Sie wollen Ihre Handel beginnen in erstkafeines.co, ja? Wo sehen Sie denn das?
Sie haben Finanzmarkt angemeldet und Sie wollen Ihre Handel beginnen, Herr Georg. Aha. Gerold. Okay. Wie viel Sie wollen beginnen, Ihre Handel? 50. Was? 50. Oh ja, die mindestens ist 150 Euro, aber... Ja, interessiert mich nicht. Sie haben mich ja gefragt, wie viel ich einzahlen möchte. Und ich habe gesagt 50, mehr kriegt er nicht. Okay, schon ist das noch. Ihr habt gesagt, die mindestens ist 250 Euro. Ja, nachdem ich meine Antwort gegeben habe, ja. Was? Ja. Verstehst du überhaupt Deutsch? Ja, natürlich. Ja, dann such dir mal einen anderen Job, du Betrüger. Du bist Betrüger. Ja, Kakerlake. Hallo, guten Tag. Herr Steiner, ja? Hm? Ich bin Mark Rosenhall und ich melde mich von Online-Handelsplattform auf dem Finanzmarkt. Ja, und von welcher? Das sextrades.com. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Und deswegen ich melde mich, ja? Ach, toll. Ich bin ein Handelskonto bei uns. Entzückend. Auf akustisch verstehen gar nicht. Ja, du ja auch Kakerlake, nicht richtig Deutsch können. Irgendwo aus vergammelten Drecksgold sind da anrufen und die Leute betrügen am Telefon. Okay, Sie sind Kakerlake oder? Nee, du. Ich glaube, du bist ein kleiner Kakerlake. Weil du rufst ja aus dem Betrüger-Callcenter an. Okay, warum denkst du, dass es Betrüger oder etwas? Ja, weil du die gleiche Scheiße erzählst wie die 5000 Leute, die vor dir angerufen haben. Okay, dann warum sind registriert? Das wüsste ich auch gerne. Vielleicht erzählst du mir das mal, wozu du sogar gesetzlich verpflichtet bist, mir zu erzählen, wie die Registration zustande gekommen ist. Fang mal an, ich höre zu. Einen Moment bitte, weil zu viele Firmen existiert auf dem Finanzmarkt. Ja, und ist ja nicht mein Problem, das hat keine Ausrede, dass viele Firmen existieren. Nein, deswegen, sie bekommen so viele Anrufe. Ja, ist und aber auch nicht mein Problem, ihr dürft mich alle nicht anrufen. Dann jeden Tag, sie bekommen so viele Anrufe und ich glaube, das ist ihr Problem, nicht mein Problem. Nee, das ist nicht mein Problem, das ist ihr Problem. Sie rufen mich gerade an und sie machen sich jetzt gerade strafbar. Das ist mein Job. Ja, und Sie machen sich damit strafbar. Mit Ihrem tollen Job. Okay, natürlich. Okay, dann ich kann viermal anrufen. Zum Beispiel 100 Mal jeden Tag rufen Sie ja. Das ist für mich kein Problem. Das ist meine Arbeit. Das ist eine ziemliche Scheißarbeit, was du da machst. Das ist illegal. Okay. Gewerbsmäßiger, okay. Bandenmäßiger Betrug. Okay, dann ich erkläre alles ganz gut. Das ist eine seriöse Firma, erste Mal. Und Sie sind nicht verifizierte Kunde. Deswegen Sie bekommen so viele Anrufe. Weil das ist unser Ziel. Menschen ihr Geld zu berauben und das Geld vom Konto zu klauen und die Leute zu belügen, als würden sie angeblich auf dem Trading-Markt handeln, was kompletter Blödsinn ist. Nein, die Kunden bekommen in Wirklichkeit ein Demokonto. Natürlich ist es so, da brauchst du hier nicht rumlügen. Ich kenne das Spielchen schon nicht. Wie gesagt, ich habe mit über 5000 Leuten gesprochen. Und du bist nichts anderes als einer von den ganzen Kakerlaken. Verstehen. Kleine Kakerlake, okay. Okay, das verstehe ich ganz gut. Ich habe gesagt, so viele Firmen existieren. Ja, aber das hat trotzdem keine Berechtigung, mich anzurufen. Ihr habt nicht das Recht. Kunde. Ja, dann sag mir, wo es Double Opt-In ist. Lest mir den Code vor vom Double Opt-In. Das, wozu du gesetzlich verpflichtet bist. Dann morgen, ich soll... Ja, siehst du, Kakerlake kann's nicht, also Betrüger. Okay, morgen, Sie bekommen nochmal Anruf von mir, Mark Rosenthal. Übermorgen auch. Und machen Sie sich denn freiwillig strafbar, oder was? Und nächste alle Tag, Sie bekommen Anruf von mir, das ist meine Arbeit. Das ist keine Arbeit, das ist ekelhaft, was du da machst. Du bist ein widerlicher, dreckiger Mensch. Das ist einfach nur widerlich, was du da machst. Abschaum bist du. Okay, ciao, kleinen Kakerlake. Schönen Tag noch. Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Tia Zenta, ja? Ja, natürlich. Ich bin Mark Rosenthal und ich melde mich von Online-Handelsplattform. Hahaha, wer glaubt denn den Scheiß? Aha. Tia Zenta, Sie besitzen ein Handelskonto bei uns. Deswegen, ich melde mich. Nee, ich besitze kein Handelskonto bei euch. Ich besitze bei euch ein Demokonto, über das ihr mich bescheißen wollt. Okay, mit Respekt bitte. Warum benutzen Sie
Antworten. Ja, weil ihr ekelhafte Menschen seid. Und okay, jetzt werde ich erklären alles und Amen. Nee, du brauchst es nicht erklären. Du bist einfach nur eine Kakerlake, die die Leute abzocken will. Du willst mir ein Demokonto einrichten, nachdem ich mein Geld auf dein Konto überwiesen habe. Und dann machst du dich mit der Kohle aus dem Staub. Sowas nennt man gewerbsmäßigen, okay, illegalen, mäßigen Bandenbetrug. Und du bist einfach nur ekelhaft, dass du sowas machst. Sowas ist... Egal. Was ist illegal? Du. Betruger. Das ist Online-Handeln. Das ist 21. Unterhalte dich mit dir selbst, ja, du Scheiß-Kakerlake. Okay, Kakerlake, ciao.